Hallo zusammen, mein Name ist Giovanni Sia von der Sia Media aus Galgenä. Heute nehme ich euch mit, wie man eine virtuelle Tour erstellt vor Ort von einer Immobilie. Kommen wir mit. Zwei Jahre. Okay, ja. Ich arbeite mit sehr vielen Remakes und alle die Geschichten zusammen. Die machen das auch? Ja, also nicht mit allen, aber mit ein paar, ja. Okay. Zum Beispiel Remakes in Grüßnacht, den Oliver. Ja. Oliver. Für den habe ich auch mal zwei Projekte mal gemacht. Das sind so vereinzelte Projekte, die ich mache. Ja. Okay. Ja. Jetzt müssen Sie mal ausschauen. Später. Ja, die Aussicht gleich mit einfangen. Ja. Mega. Liftfahren ist schon schön hier. Wahnsinn. Und die Wohnung ist schon lange im Verkauf, oder? Ja, halbes Jahr etwa. Halbes Jahr, okay. Ah. Also, wir sind heute hier in Gerzau, in einer wunderschönen Immobilie. Und ich tue mich jetzt kurz vorbereiten für den 3D-Scan. Der erste Step ist so, dass ich die Kamera einrichte und aufs Stativ setze. Der zweite Step ist so, ich die Kamera einstelle und du sie nachher verbinde mit dem iPad. Und die Kamera wird mit dem iPad bedient und auch die Fotos werden mit dem iPad da ausgelöst. Genau, warten bis wir die Verbindung haben und nachher können wir bereits schon starten mit dem Shooting. Was ist jetzt wichtig von der Reihenfolge her? Von der Reihenfolge aus meiner Erfahrung fängt man eigentlich grundsätzlich in der Küche an und nachher kämpfe ich mich durch die ganzen Räumlichkeiten durch. Genau. Jetzt sucht er erst die Verbindung startet jetzt und nachher können wir im Prinzip schon starten für das ganze Shooting. Genau. Und wir können starten. Genau. Jetzt. Das ist jetzt ein Punkt, genau. So, den ersten Punkt habe ich gesetzt. Die Kamera hat Verbindung, man hört das Geräusch und die Kamera hat jetzt den ersten Punkt gesetzt und jetzt mache ich alle 2 Meter einen weiteren Punkt. Für den Scan-Punkt wird es jetzt geben in dieser Immobilie? Also die Immobilie ist relativ recht gross von der Quadratmeterzahl her und ich schätze, dass ich etwa fast 30 bis 35 Punkte machen. Beim Spiegel ist immer so eine Geschichte, man muss immer schauen, dass man nicht im Spiegel rein ist, weil sonst sieht man es natürlich das in der Kamera und dann bin ich automatisch auch auf dem Bild drauf. Darum einfach schauen, dass man komplett weg ist. Also ich komme automatisch auf dem iPad und mich so wie einen Grundriss angezeichnet über und ich weiß ganz genau zu welchem Punkt oder welchen weiteren Punkt ich nachher muss setzen. Und das ist das Geniale der ganzen Technologie. Also ich habe den 10. Punkt hier gemacht und das ist jetzt der Scan-Punkt von dieser ganzen Geschichte und das wird nachher zusammengesetzt durch die Software. Voilà. Und im Grunde bekommen Sie als PDF, schwarz-weiß, und als PNG, also als Foto, wo Sie das benutzen können für das Inserat. Okay. Ja, und das ist alles All-In-Funktion. Eins noch, retuschieren kann man da drin auch? Leider nein. Gar nichts? Nein. Aber also, wenn das jetzt da Handy da drauf geht, den wegtun geht nicht. Das geht nicht, nein. Die ich gesetzt habe, zum Beispiel im Büro, die kann ich ausblenden. Das bedeutet, dass der Nutzer bei der Türe, bei der Türzarge stehen bleibt. Aber er kann reinschauen. Okay. Das kann ich machen. Aber retuschieren leider nein. Mhm. Weil es ist eine Bestandesgeschichte. Und das ist leider so, ja. Genau. Und wenn ich das aufnehme, dann kriegen Sie das innerhalb von 48 Stunden angeliefert. Den Link zur Tour, die Bilder über WeTransfer. Ja. Und ich mache es immer so, dass ich mal ein Jahr gespeichert, oder? Solange dass sie das Mandat haben für diese Immobilien. Und wenn die Immobilie verkauft wird, wo wir hoffen,
und das beglaubigt ist beim Notariat, einfach Bescheid sagen, dann würde ich die Tour löschen. Wie lange haben wir jetzt gehabt? Also wir haben jetzt um 2 haben wir angefangen, 45 Minuten haben wir jetzt gehabt. Und jetzt haben wir den letzten Punkt gemacht. Ich mache noch einen vor der Haustüre und nachher bin ich eigentlich fertig. Also pro Objekt braucht etwa 40 Minuten bis eine Stunde. Aber das ist so der allgemeine. Ich habe jetzt 40 Punkte gemacht, 40 Scan-Punkte. Und man kann jetzt auch virtuell durch die ganzen Räume durchlaufen. Mhm. Man startet hier von Punkt 1 oder man kann von Punkt 3 starten, spielt keine Rolle. Und wenn man Sachen, also zum Beispiel dieses Zimmer, das kann ich komplett ausblenden. Also ich kann Punkt 27 und 28 ausblenden, ja, dass man nicht direkt ins Zimmer reingeht. Ah, okay. Das ist möglich. Wenn die Tour dann steht, kann ich im Prinzip von jedem Punkt aus, kann ich Ihnen ein Foto generieren. Ich schicke dem Kunden meistens einen Satz voll Fotos und Sie können mir, wenn Sie sagen, ja, ich hätte gerne von dieser Perspektive ein Foto, können Sie mir ein Printscreen schicken per Mail, mhm, und ich schicke Ihnen dann ein hochauflösendes Foto. Okay, super. Also ich kann aus jedem Winkel, kann ich, wo ich den Punkt gesetzt habe, das ist ein wichtiger Punkt, kann ich Ihnen ein Foto rausziehen aus der Tour. Also wenn Sie sagen, ja, ich hätte gerne so ein Foto, dann kann ich das machen für Sie. Sprich, wenn Sie die Aufnahme machen, ja, und ich will jetzt noch so eine Dokumentation machen, ja, brauche ich die Fotos nicht mehr selber zu machen, das können Sie mir dann geben damit. Genau, kann ich das aus der Tour rausziehen und Sie können das für Ihre Dokumentation gebrauchen. Problemlos. Sehr gut. Ja, sehr gut. Problemlos. Also ich habe das auch getestet mit der anderen Makler. Die haben das auch so ausgedruckt und, aha, das ist die beste Qualität, dass ich Ihnen liefern kann. Man kann die Fotos auch ausdrucken. Ja. Sehr gut. Ja. Und das ist das ganze komplette Paket. Also das heißt, in der 390 Franken ist die Anfahrt dabei, mhm, dann ist das Produzieren dabei. Sie kriegen das innerhalb von 48 Stunden und die Fotos so viel, wie Sie möchten. Sehr schön. Ja, und das war es eigentlich, die ganze Geschichte. Ja. Die Kamera hat da innen Motor. Ich bediene sie mit dem iPad. Sobald dass sich das auslöst, dreht die Kamera um die eigene Achse, also um 360 Grad. Und die Kamera ist da aufgeschoben auf dem Stativ. Voilà. Das ist das Gewind. Und so wird das gemacht. Genau. Okay. Okay. Super. Gut, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke Ihnen. Ich bin gespannt. Schicken, ja, Sie es zu. Ja, mache ich. Ich denke, wir werden uns öfter sehen. Ja, super. Würde mich freuen. Also, die Aufnahme konnte ich machen. Es sind etwa 40 Punkte, wie ich gesagt habe. Jetzt, das Letzte, was ich machen muss, ist, ich muss jetzt hier das Modell auch einzeichnen. Zum Beispiel, ich muss jetzt hier zum Beispiel eine Wand einzeichnen. Und ich muss aber auch Fenster einzeichnen, dass nachher im Modell rein, das auch sehr gut aussieht. Ist die Bearbeitung notwendig? Sobald ich das alles gemacht habe, kann ich es dann in die Cloud aufjagen. Und dann wird das Modell zusammengestellt. Was auch noch ein interessanter Punkt ist, ich habe noch einen Panoramapunkt gemacht und das ist der Punkt von der Terrasse aus her. Also ihr seht von der Fotoqualität mega. Genau. Das wäre einfach der Arbeitsschritt. Nachdem dass ich alles eingezeichnet habe, kann ich es in die Cloud aufjagen. Das System tut das zusammenschneiden und ich kann es nachher bereit, kann ich es nachher dem Kunden schicken per Mail. Liebe Immobilienmakler oder vom Markt da, wenn ihr auch eine solche unkomplizierte virtuelle Tour möchtet shooten, dann läutet mir an oder schreibt mir eine Nachricht. Dann tun wir gemeinsam die Strategie besprechen, wie wir hier vorgehen. Ich freue mich auf eine Antwort von euch und bis bald.